Und nun ist es mal wieder Zeit für Assi-Reviews mit Baron Wilhelm von Assi. Heute Ritter on the... Ach nee, nicht im Ernst, oder? Oh Gott, ihr seid doch krank, oder was? Yo, yo, yo! Das war das beschissenste Mako-Spiel, das ich je in meinem Leben gespielt habe. Also, da war dieser Typ namens Ritter Bruins. Jetzt sind wir schon wieder an dem Punkt angelangt, wo mir offensichtliche Dinge vorgekaut werden müssen. Der Ritter ist ein Ritter und er heißt Ritter. Der Chocobo ist ein Chocobo und heißt Chocobo. Der Assi heißt Assi, weil er... Moment, wer hat das gesagt? Und der Ritter, der hat so einen Knappen und der heißt Mike. Ja, nee, ist klar. Im deutschen Mittelalter hat man seinen Kindern ja auch schon englische Kurznamen gegeben. Und die beiden haben keine Kohle. Das ist auch schon der einzige Punkt, an dem ich mich mit den Helden identifizieren kann. Und weil die keine Kohle haben, müssen die so einen Typen überfallen. Aber das misslingt ihnen. Und dann werden sie von dem Typen angezeigt wegen Hinterziehung der Schenkungssteuer. Hallo? Hallo? Bin ich eigentlich der Einzige, dem hier was auffällt? Es gibt sowas, das nennt sich Schenkungsfreibetrag. Und der wird da komplett außen vor gelassen. Gott verdammt. Jedenfalls kommen dann so ein paar Typen mit Anzug und nehmen den Ritter mit. Damit dachte ich, das Spiel wäre vorbei. Aber um Gottes Willen, es geht gerade erst los. Also, die halten ihn gefangen, aber Mike reist hinterher und befreit ihn. Und dann gehen die zurück zu ihrem Schloss. Geilste Idee überhaupt, ne? Wenn man von Typen gefangen genommen wird, dann geht man einfach wieder zu seinem Wohnort zurück. Ich wechsle meinen Wohnort jede Woche. Allerdings nicht, um vor der Polizei zu flüchten, sondern weil mein Staubsauger zu viel Lärm macht. Und um da zurückzukommen, müssen die ein Pferd klauen. Und das Level dazu heißt Pferdeknacken. Habt ihr es verstanden? Pferdeknacken. Die Autos knacken, nur mit Pferd vorne dran. Habt ihr es verstanden? Also knacken, so aufknacken, wie man es beim Auto macht. Nur mit dem Pferd eben. Und um sich gegen die Bürokraten zu wehren, müssen die in deren Zentrum reisen. Und das liegt in Brüssel. Und da reisen die auf so einem komischen Segelauto rum, das übrigens total scheiße gepixelt war. Und mit diesem Segelauto müssen die Dingern ausweichen, die von rechts kommen. Wie bei Delta Star. Nur, dass es bei Delta Star cool war. Aber zum Glück geht das Ding kaputt. Ihr habt's verdient. Und wie sie in Brüssel angekommen sind, müssen sie gegen Sportlehrer kämpfen. Ich dachte, das Spiel soll witzig sein. Ernsthaft, Sportlehrer sind für mich auf einer Ebene mit Nazis und Glücksbärchis. Wie kann man Sportlehrer in ein Spiel einbringen und es dann noch lustig finden? Gemäß dem Fall, dass es überhaupt lustig gewesen wäre. Was nicht. Und dann kommen sie ins Zentrum der Bürokratie und müssen dann so einen Typ fertig machen, der Prinzregent Ento RT heißt. Was ist das für ein bescheuerter Name? Prinzregent Ento RT. Prinzregentento RT. Prinzregententorte. Jetzt habe ich den Witz kapiert. Alles nicht witzig. Moment, jetzt habe ich auch das mit König Spaß DT erkannt. Ist auch nicht witzig. Und am Ende muss der Ritter gegen den riesigen Kopf kämpfen. Ich musste auch schon gegen den riesigen Kopf kämpfen. Der hat sich Samstagnachts über mich gebeugt und gefragt. Alles in Ordnung, soll ich einen Krankenwagen rufen? Und dann kam die einzig gute Stelle in dem Spiel. Nämlich der Schluss. Ich hatte es endlich hinter mich gebracht. Ich weiß nicht, wieso ich dieses Spiel gespielt habe. Und jedes Mal, wenn ich daran denke, dass ich es gespielt habe, bekomme ich das Bedürfnis, mich zu duschen und zu desinfizieren. Das größte Problem der Erde ist im Moment nicht die Schweinegrippe. Es ist dieses Spiel. Und ich bin dafür, dass der Macher noch richtig derb eins auf die Fresse dafür kriegt. Repko, du hast dir damit einen Feind gemacht. Ich bin Baron Wilhelm von Assi und jetzt gehe ich mir erstmal einen Job suchen. Ey, hat jemand einen Job für mich? Mann, ey. Ich wäre gern Finanzbeamter, in der Vollstreckung zum Beispiel. Dann würde ich direkt bei Repko vorbeigehen und ihm mal die Taschen ausleeren. Mann, die Sau hätte das sowas von verdient, ey. So, wann kriegt der Typ jetzt endlich Hals aufs Maul? Oh, oh Mann. Fuck.